frei aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich. Herzlich willkommen bei Barrierefrei aufgerollt. Dieses Mal moderiere ich, Markus Ladstätter, dann meine Kollegin Katharina Mühlwedner, als Gesprächsteilnehmerin zu hören sein wird. Es geht in dieser Sendung um den sogenannten Ableismus, die Abwertung von behinderten Menschen aufgrund von Vorurteilen und wie sich das gesellschaftlich auswirkt. Darüber diskutieren meine Kollegin Katharina Mühlwedner und Katharina Steiner, Kulturwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Disability Studies. Danke, Markus. Hallo, Katharina Steiner. Schön, dass Sie da sind. Wenn wir in die Diskussion einsteigen, möchte ich zunächst mit einem eigenen Ableismus-Beispiel aus meinem Alltag beginnen. Als ich noch studiert habe, habe ich mit einer Kollegin zusammen eine Arbeitsaufgabe gemacht. Das ist erstmal nichts Ungewöhnliches und Teil des Studienalltags. Ungewöhnlich war allerdings die Reaktion der Kollegin, denn sie hat mich gelobt. Und das Ganze nicht nur einmal, sondern ganz, ganz oft und hat immer betont, wie klug ich doch bin und wie außergewöhnlich das ist, dass ich studiere. Und das ist sozusagen mein Ableismus-Beispiel, weil darin, dass sie etwas völlig Normales, was ich gemacht habe, überhöht dargestellt und mich dafür gelobt hat, hat sie eine Unsicherheit ausgedrückt auf mich. Und das ist etwas, was behinderte Menschen ziemlich häufig erleben, aus meiner Erfahrung und aus den Erfahrungen meiner Kollegen, dass halt ständig gesagt wird, toll, dass du das trotzdem machst, toll, dass du trotzdem ausgehst, toll, dass du trotzdem zum Friseur gehst. Und Ableismus ist halt für mich, wenn Menschen bestimmte Vorstellungen haben, auf die Fähigkeiten einer Personengruppe bezogen. Und zum Beispiel ein Mensch sollte das und das können und wer das nicht kann, wird eben als abweichend wahrgenommen. Das führt zu seltsamen Reaktionen im Alltag oder auch im schlimmsten Fall zu Diskriminierung. Wie sehen Sie das, Katharina Steiner, und wo ist Ihnen das schon mal begegnet? Danke für die Einladung zunächst einmal. Ich kann das nur bekräftigen. Wobei Ableismus kann sich in sehr vielen Formen zeigen. Also es kann sich jetzt eben, wie Sie sagen, eben so Überbetonung eben zeigen, wie zum Beispiel, ach, wie toll Sie es machen oder so, oder dass trotz Rollstuhlfahrer, trotz Rollstuhlfahren sein oder trotz Blindheit rausgehen oder zur Schule gehen, wie toll das doch ist, diese Überbetonung auf die Behinderung. Es kann sich auch denken, Reduktion, dass man wie die Behinderung reduziert wird. Mir persönlich ist es passiert 2013. Ich war in Amerika, kam zurück von Amerika und war sehr selbstbewusst und sehr selbstsicher und voll mit Motivation und Elan und mal wieder zurück in Graz. Habe auf den Straßenmann gewartet, dann kam eine alte Frau und sagt, na, wie schlimm, im Rollstuhl, im Rollwagen landend, na, so möchte ich nie enden, na, aber eh gut, dass es sowas gibt. Und da wurde mir klar, dass einfach der Rollstuhl etwas sehr Schlimmes, dass etwas sehr Schlimmes dargestellt wurde, was sehr, sehr, als ein Defizit und dass einfach ich auf die Behinderung als etwas Negatives hingewiesen wurde, dass die Einschränkung deutlich gemacht wurde und ich die Fähigkeit nicht trotzdem habe oder die ich mit Behinderung habe. Und das war schon sehr ableistisch und sehr abwertend und nicht sehr ermutigend, sondern eher, irgendwie traurig und erschreckend gesellschaftlich gesehen. Und das sagt eben auch, wie viele Kommentare das sein können, auch so niederschwellige Kommentare, können auch Strukturen sein, wie zum Beispiel fehlende Dolmetscher für Gebärdensprache oder fehlende Rampen, die auch diskriminierend sind und die auch strukturell ableistisch sind. Ableismus ist einfach mehr als nur Behindertenfeindlichkeit, es weist auch die Strukturen dahinter. Und das kann sich eben in sehr vielen Weisen zeigen. Ableismus betreffend, warum glauben Sie, gibt es Ableismus in unserer Gesellschaft überhaupt und welchen Zweck, wenn man das so sagen kann, dient er überhaupt? Einerseits verweist er auf Differenzen und Differenzen sind ja generell nicht so schlecht, aber die Wertung dahinter ist dann eben problematisch. Und warum es so geht, das ist eine gute Frage und das ist ähnlich wie bei Rassismus zum Beispiel auch, diese Differenzierung mit Wertung oder mit negativer Wertung in der Regel. Es beweist auch auf Machtstrukturen. Menschen ohne Behinderung sind jetzt mächtiger, sind einfach auf der Gesellschaft bevorzugt.
haben mehr Chancen. Und es ist viel leichter, die auf diese bestehenden Machtstrukturen zu belassen und diese auch eben zu bestärken, als diese aufzubrechen. Und da gibt es noch Parallelen zu Rassismus oder zu Sexismus, dass einfach eben bestehende Strukturen eben bestärkt werden. Und durch bewusste oder auch unbewusste Handlungen. Durch Kommentare, durch Handlungen, durch ja, auch Strukturen eben. Ja, also ich glaube auch, dass es teilweise eine unbewusste Geschichte ist, also dass es die Leute nicht absichtlich machen. Zum Beispiel diese scheinbar übertriebenen positiven Reaktionen, dass die auch aus einer Unsicherheit heraus entstehen, dass man einfach nicht gewohnt ist, mit Menschen mit Behinderung zu interagieren, weil eben Inklusion immer noch leider nicht Standard ist und dass man sich aber nicht diese Unsicherheit nicht anmerken lassen will, weil es nicht gesellschaftlich angesehen ist, dass mich behinderte Menschen unsicher machen. Daher muss ich das mit etwas scheinbar Positivem überspielen. Ich muss den loben, ich muss irgendwas machen, aber dadurch wird diese Interaktion erst komisch. Was sie auch gesagt hat, dieses Strukturelle, dass eben die Strukturen immer an der nicht behinderten Mehrheitsgesellschaft ausgerichtet sind und Menschen mit Behinderungen immer erst nachher leider mitbedacht werden, wenn überhaupt. Und wir wachsen ja auch mit diesen Strukturen auf, und verinnerlichen diese Strukturen auch. Und wenn wir immer wieder hören und immer wieder erfahren, dass Behinderung etwas Schlechtes ist, dass es aufzuheben gilt oder dass es zu korrigieren gilt, dann verinnerlichen wir das auch irgendwie. Und wenn wir immer wieder hören, dass es eben ein Aufwand ist, wenn man jetzt eben als Rollstuhlfahrer extra die Rampe rausmachen lassen muss, bei der Straßenbahn oder beim Bus, dass dann der Busfahrer extra aufstehen muss, dass man da einfach so ein gewisses Scham macht, auf ihn findet, das Ganze auch als Belastung empfindet, und das merken wir jetzt einfach auch als Menschen und macht dann auch nicht gerade leicht, diese Struktur aufzubrechen. Genau. Ganz genau, das ist dieser eigene verinnerlichte Ableismus, den man dadurch hat, weil einem dauernd vermittelt wird, dass man nicht hineinpasst. Man wird operiert, weil der Körper nicht passt. Man wird... Leute, die mit einem zu tun haben, werden übertrieben gelobt. Meine Mutter wurde immer gelobt, was für eine Herausforderung das mit mir ist. Und dann kriegt man halt das auch selber mit, man passt nicht rein und dann ist man auch selber in Gefahr, ableistisch zu werden, indem man sich zum Beispiel zu anderen hin abgrenzt. Ganz typische Sachen sind bei mir zum Beispiel, dass ich, wenn mir jemand erzählt, dass jemand blind ist, dass ich sage, ja, blind sein, das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Also ich bewerte die Behinderung, obwohl ich gar keine Ahnung davon habe, wie der sich eigentlich fühlt. Genau, oder was ich auch kenne, ist, dass ich eben bewusst auf Sachen verzichte, damit andere Menschen keinen Umweg für mich machen müssen. Zum Beispiel, ich sage, nein, ich mache das schon, ich komme danach, oder damit wir nicht alle den Umweg gehen müssen oder so, oder dass wir, ja, dass man eben schon vorgreift und sich eben bewusst andere Dinge sucht. Oder dass man sich überschwänglich bedankt, wenn der jetzt die Rampe auspackt bei dem Bus. Ja, weil man halt glaubt, dass das was, dabei muss ja das selbstverständlich sein. Genau. Also, und ganz, ja. Und ganz, ganz oft sind halt auch eben so Folgen, Selbstzweifel oder Selbstunterschätzung auch. Dass man sich gerade Sachen gar nicht zutraut eben, wenn man immer wieder von außen hört, ja, ein Mensch mit Behinderung kann das ja gar nicht machen, oder das geht doch gar nicht, oder... ich kann es nur daran denken, oder sei doch dankbar für das, was du machst, oder sei doch dankbar für das, was du eh kannst. Dass die Person sagt, okay, ich möchte deine Fähigkeiten fordern, und ich möchte dich als Person einfach auch sehen und auch einfach als Mensch eben wahrnehmen. Also Katharina, du hast ja vorher das Beispiel erwähnt, dass du eben das selbst vergleichst mit anderen Behinderungen. Wie gehst du denn damit um, wenn du selbst merkst, dass du eigentlich ableistisch denkst? Das ist schon mal der erste Schritt, dass man es überhaupt merkt, dass man ableistisch denkt. Das kann sehr schwer sein, weil uns eben die Ursache für mich darin ist, man bekommt ständig, wenn man behindert ist, bekommt man eigentlich von Anfang an mit, man irgendwas passt nicht. Weil dann man muss operiert werden vielleicht, es ist nicht selbst, man muss beweisen, dass man in eine Integrationsschule kann, dass man keinen ASO-Lehrplan, man muss sich ständig beweisen. Und aus dem Grund, dass man sich ständig beweisen muss, muss man sich auch ständig zu anderen abgrenzen, die weniger können. Wenn man sagt, die können ja weniger und ich kann mehr, deswegen passe ich da rein. Das ist sowas teilweise unbewusst und ein Schritt, dass man das
dass man das erkennt. Man muss es erst mal erkennen, dass solche Sachen, wie wenn ich zum Beispiel sage, oh, blind sein, könnte ich mir gar nicht vorstellen. Da muss man erst erkennen, dass das ableistisch ist, weil ich nehme etwas von Blindheit an, was ich eigentlich gar nicht annehmen kann, weil ich nicht weiß, wie das ist. Also geht es eigentlich um dieses unterbewusste Weitertragen dieser internalisierten Verhaltensweisen. Genau, dass man ihnen bewusst wird, dass man bewusst sich reflektiert. Wie redet man als Behinderter selbst über andere Menschen mit Behinderungen? Dass man sich ganz genau anschaut, wie ich reagiere. Es kann einem auch passieren, dass einem, wenn man eine Behinderung nicht gewohnt ist, dass man dann selber unsicher reagiert, obwohl man doch selber behindert ist. Und dass man eben diesen Reaktionen nachspürt und ganz genau schaut, wie reagiere ich drauf, wie gehe ich damit um, was wäre besser. Dass man einfach das verlangt sehr viel an Selbstreflexion. Wir werden nie ganz unibilistisch sein, sage ich mal leider, weil das halt irgendwie auch die Gesellschaft uns aufzwingt, fast schon unbewusst. Aber wichtig ist, dass man den Reaktionen aufspürt. Und ja, und ganz wichtig ist eben auch Inklusion, dass Ableismus weniger wird. Wenn die Gesellschaft offener wird für die Vielfalt von Andersartigkeiten oder Behinderungen, dann ist es auch nicht so ein Problem, weil dann ist es nichts mehr Neues, einen Menschen im Rollstuhl zu sehen oder einen Menschen mit einer schweren Mehrfachbehinderung zu sehen, weil die einfach in der Mitte der Gesellschaft sind. Da muss ich auch nicht mehr irgendwie, oder wie sehen Sie das, Frau Steiner? Ganz gleich wie Sie. Also ich finde auch Reflexion sehr wichtig, aber auch der Austausch ist sehr wichtig. Und da auch der Austausch unter behinderten Menschen, bei Menschen mit Behinderung. Und da auch einfach zu fragen, okay, wie machst du das, wie lebst du, oder wie machst du irgendwie ganz neutral zu fragen, erzähl mir doch von deiner Welt, erzähl mir doch von deinem Alltag. Und nicht gleich so wertend Kommentare. Es passiert nicht leicht, es geht natürlich immer wieder rein, rutscht ins alte Muster. Aber einfach zu versuchen, möglichst wertfrei zu fragen und zuzuhören, in den Dialog zu treten, Austausch zu treten. Und da kann man voneinander auch so viel lernen. Und auch sehr viel lernen und mitnehmen und nach auch Hürden und Barrieren im Kopf auch abbauen und offener werden. Das gilt für Menschen mit Behinderung und für Menschen ohne Behinderung. Ich glaube, das ist für alle wichtig. Wenn ich Sie nochmal zusammenfassen darf, dann hätte ich das so verstanden, dass Sie meinen, dass man selbst immer irgendwie wertend gegenüber anderen handelt, aber dass man sich seiner Wertungen einfach bewusst sein soll und darüber reflektieren muss. Mhm. Also zumindest versuchen muss, ja. Also oder muss aber, also, ja, muss klingt so hart und so fordernd, aber dass es durchaus eine Versuch wert ist, eben sich auf Augenhöhe zu begegnen und versuchen zu reflektieren. Genau. Frau Steiner, Sie haben vorher schon einmal kurz erwähnt im Vergleich mit Sexismus und Rassismus. Inwiefern gibt es da oder inwiefern sehen Sie da Parallelen zu Ableismus? Bei allen drei Kategorien gibt's, existieren immer Machtstrukturen. Das heißt eben, dass gewisse Formen in unserer Gesellschaft anerkannt sind und manche weniger anerkannt sind. Bei Sexismus zum Beispiel sind Männer nach wie vor mehr oder was gibt anerkannt als Frauen. Frauen lassen sich oft mehr gefallen, müssen sich mehr gefallen lassen in der Gesellschaft. Und ähnlich ist es auch bei Menschen mit Behinderung. Bei Rassismus gibt es auch noch marginalisierte Gruppen, Gruppen, die einer Minderheit angehören, nicht so vertreten sind in der Gesellschaft. Zum Beispiel Menschen mit dunkler Hautfarbe oder auch einer anderen Religion. Und die müssen sich einfach noch mehr gefallen lassen und sich gewissen Machtgefällen oder Machtstrukturen unterwerfen. Das heißt, sie müssen sich Kommentare gefallen lassen, erfahren Ungleichheiten, erfahren Diskriminierungen. Und das ist eben ähnlich wie Menschen mit Behinderung. Da gibt es eben gewisse Chancenungleichheiten bei allen drei Kategorien. Ja, diese Strukturen, die halt dahinter stecken, dass wir gewisse Menschen, wir haben Vorstellungen, was ist männlich, was ist weiblich. Wir haben Vorstellungen, was gehört in eine bestimmte Kultur und was nicht. Und das beeinflusst ganz massiv, wie wir Menschen bewerten. Und das kann halt im schlimmsten Fall halt zu einer nicht neutralen Bewertung führen. Eben diese negativen Bilder, die mit Dingen verknüpft sind, wie zum Beispiel, dass regelmäßig, wenn
In der Berichterstattung von Kriminalität die Rede ist oft hervorgehoben wird, derjenige hat eine psychische Behinderung oder derjenige ist Ausländer. Das erzeugt gewisse Bilder im Kopf, wie dass man das mit Negativen verknüpft. Und dahinter stecken Machtstrukturen, wie Frau Steiner eben gesagt hat, dass die Mehrheitsgruppe sich gegenüber Minderheiten abgrenzt mit bestimmten Vorstellungen. Teilweise bewusst und teilweise unbewusst. Also in der Politik passiert das zum Beispiel bewusst, dass bewusst eingesetzt wird von manchen Parteien, das Bild des Ausländers als verunsichernd, gefährlich. Das wird bewusst eingesetzt. Da wird bewusst Diskriminierung eingesetzt oder das Bild eines Behinderten als schwach, hilfsbedürftig, sodass man sich keine Gedanken muss um deren Inklusion, weil es ist ja besser, wenn sie nicht inkludiert sind. Das kann auch ein bewusst eingesetzter Machtmechanismus sein. Es passiert nicht immer alles unbewusst. Genau, wenn ich dazu ergänzen darf, und gerade bei Menschen mit Behinderung gibt es oft so zwei Kategorien, die vorherrschen, nämlich das Bild des Opfers, das arme Haarschlussopfer, der arme Mensch mit Behinderung, der arme Rollstuhlfahrer oder Mensch im Rollwagen, der nichts kann, das arme Opfer. Und dem gegenüber steht dann eben der Held und die Heldin, die trotz Gehbehinderung oder trotz Rollstuhlfahrer sein, arbeiten gehen kann, Familie hat, einkaufen geht. Diese zwei Bilder werden auch bewusst oder unbewusst reproduziert, also wieder und immer wieder belebt und immer wieder in der Gesellschaft weitergetragen. Ja, da wird doch unser gewisses leistungsorientiertes Denken so aufgedrückt werden und ständig Menschen mit Behinderung vorgehalten werden, die das und das erreichen. Und nur dann bekommst du in der Gesellschaft Aufmerksamkeit, wenn du besonders erfolgreich bist. Also es reicht nicht, wenn du einfach normal dein Leben lebst. Es musst irgendwas Außergewöhnliches machen, damit du überhaupt wahrgenommen wirst. Und natürlich sind wir dann in ableistischen Mustern drin, weil natürlich bewerten wir ständig unsere Leistung, bewerten wir ständig die Leistung von anderen, weil es ja irgendwie von uns verlangt, kann man nicht sagen, was eine unterschwellige Verlangen ist. Genau, ja. Wenn ich jetzt der Diskussion soweit folge, hätte ich das für mich jetzt so verstanden, dass Ableismus sehr viel mit Denkmustern zu tun hat. Aber wenn Sie vielleicht nochmal auf die Fragen eingehen könnten, wenn ich jetzt an Sexismus und Rassismus denke, der kann ja auch sehr offen zur Schau gestellt werden, ist Ableismus immer nur quasi eine verdeckte Verhaltensmuster oder kann es auch offen zur Schau getragen werden? Ableismus kann eben ganz viele Formen annehmen. Also es kann natürlich eben offen zur Schau gestellt werden, es kann aber auch eben durch Kommentare passieren, es kann auch durch viele Infrastruktur passieren, weil Ableismus ist mehr als nur Behindertenfeindlichkeit. Es zeigt auch die Strukturen dahinter auf, die Praxen dahinter, die diskriminierendes Verhalten ermöglichen oder diskriminierende Praxen ermöglichen. Das heißt, Ableismus kann eben sein, wie gesagt, Kommentare, kann aber auch sein, abwertende Blicke, Benachteiligung gegenüber Menschen mit Behinderungen. Es kann auch allgemein Chancenungleichheiten sein, das auch mit drauf mit umfasst. Das ist ein sehr breiter Begriff, den man einfach sehr breit erfassen kann und der sich im Alltag eben auch ganz stark zeigt durch verschiedenste Situationen im Alltag. Eben durch Kommentare wie dass, na toll, dass du trotz Behinderung rausgehst. Oder eben Kommentare wie, na, so möchte ich nie enden. Oder aber auch eben durch viele Gelder für die werden Sportdolmetscher. Oder eben auch durch Scham und Selbstzweifel, die einfach beinnerlicht worden sind, diese Gefühle aufgrund der Behinderung. Dass ich mich selbst als Belastung empfinde, weil ich eine Behinderung habe und die Gesellschaft nicht barrierefrei die Umwelt gestaltet. Und weil ich dann einfach eben den Busfahrer fragen muss, dass er die Rampe rausmacht. Und dafür eben Scham empfinde oder Schuld empfinde. Das sind dann alles Zeichen des Ableismus. Kann man das dann so verstehen, dass jede Form der Diskriminierung gegenüber behinderten Menschen gleich Ableismus ist? Ist das gleichzustellen? Ja und nein. Ja, weil jede
Also das Ableismus ist mehr als nur, aber ja, eigentlich ja, kurz gefasst, eigentlich ja. Ja, so könnte man das auch sehen. Wie sehen Sie das? Ich sehe, dieses Ableismus ist das strukturelle Baugerüst hinter diskriminierenden Handlungen. Aufgrund, dass wir Behinderung anders bewerten, also dass wir schlechter bewerten, kann es zu diskriminierenden Handlungen, kommt es sehr häufig zu diskriminierenden Handlungen. Ich sehe es nicht unbedingt. Eine Diskriminierung ist für mich mehr was wie eine abgeschlossene Handlung, aber der Ableismus ist für mich persönlich das Baugerüst hinter Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen. Baugerüst, wenn man sowas sagen kann. Es ist ja selber eigentlich keine, obwohl selber auch irgendwie, da haben Sie schon recht, dieses Denken, dass Menschen mit Behinderungen automatisch anders sind, ist ja auch schon eine Form von Diskriminierung. Aber es ist eine Struktur, die zu Diskriminierung führt, die zu diskriminierenden Handlungen begünstigt. Wenn es diese Struktur nicht gäbe, gäbe es weniger diskriminierende Handlungen gegen behinderte Menschen. Würden Sie sagen, dass die diskriminierende Handlungen die Strukturen dahinter sichtbar machen? Also dass zum Beispiel durch gewisse Kommentare oder durch gewisse abwertende Kommentare, die diskriminierenden oder die Strukturen dahinter sichtbar werden? Gesellschaftlichen Strukturen? Das scheint ableistische Strukturen, doch wenn du hörst zum Beispiel, das was Sie gehört haben, ist ein ganz typisches Beispiel. Oh, Sie tun mir so leid. Dieses Sie tun mir so leid sagt, Behinderung ist was Furchtbares, das muss weg. Das möchte ich nicht haben. Und da scheint die ableistische Struktur durch. Oder dieses, du bist so toll, weil du was ganz was Alltägliches tust, scheint auch durch. Du kannst es ja nicht. Ein Wunder, dass du das kannst, aber du kannst es eigentlich nicht, weil behinderte Menschen können nichts. Und dahinter scheint hinter diesen diskriminierenden Handlungen eindeutig der Ableismus durch. Es ist sozusagen, wie wenn er sich dauernd verkleiden würde in einem anderen Kostüm. Entweder in einem diskriminierenden Kommentar, dass du wirklich abgewertet wirst, so du kannst es doch nicht, bleib zu Hause. Oder wie gesagt, behinderte Menschen dürfen wir nicht rein. Oder für die Parolis machen wir doch keine Barrierefreiheit. Da scheint der Ableismus durch. Wir sind es nicht wert, wir sind anders. Da scheint es durch. Gut, Sie haben mir jetzt beide einige Beispiele für ableistisches Verhalten genannt. Und wir haben auch ein bisschen die Theorien erörtert, die dahinter stecken könnten. Welche Strategien können wir einsetzen, um Ableismus zu begegnen? Katharina? Da gibt es also die hauptwichtigste Strategie, und hier beißt sich die Katze in den Schwanz, wäre Inklusion. Warum beißt sich die Katze in den Schwanz? Weil wir nur Inklusion kriegen, wenn wir das ableistische Denken überwinden. Und wir das ableistische Denken nur eindämmen können, wenn Menschen mit Behinderung endlich in der Mitte der Gesellschaft ankommen. Und das ist ein großes Problem. Im Kleinen können wir Ableismus durch Reflexion und durch Aufklärung bekämpfen. Das sagen wir, dass wir ganz genau schauen, wie verwenden wir unsere Sprache, wie bewerten wir uns selber, warum bewerten wir Dinge bei uns selber schlecht, wenn wir selber eine Behinderung haben. Warum muss ich mich gegen andere abgrenzen? Inwiefern lasse ich mich von Bildern in den Medien verführen? Also Reflexion und Inklusion sind für mich gute Werkzeuge dagegen sozusagen. Dazu will ich noch ergänzen, eben zur Reflexion und Inklusion, was ich super finde und einfach wirklich ganz, 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 ganz wichtige Baustelle finde, noch den Dialog einfach auch so auf der Straße oder den möglichst wertneutralen Dialog auf Augenhöhe. Einfach fragt, wie machst du das? Oder auch neutral fragt, kann ich dir was helfen? Wenn einer sagt, nein, dann passt das, oder dann ist es okay. Und das einfach auch so hinnehmen oder möglichst offen auf die Menschen zugehen. Und den Dialog suchen. Genau, das sind auch ganz wichtig, eben meiner Meinung nach, ergänzend. Ja, vielen Dank, Frau Steiner, und vielen Dank, Katharina, für diese sehr spannende Diskussion zum Thema Ableismus. Die Diskussion hat gezeigt, dass Ableismus oft im Verborgenen wirkt, aber doch äußerst einflussreich ist, wenn es darum geht, wer in unserer Gesellschaft drinnen ist und wer draußen. Wir alle können idealistisch sein, egal ob wir behindert oder nicht behindert sind.
Wir alle haben Vorstellungen darüber, was normal ist und was nicht. Und diese Vorstellungen beeinflussen unser Handeln gegenüber anderen. Damit Ableismus nicht im Verborgenen bleibt, ist es wichtig, darüber zu reden. Ich hoffe, die heutige Diskussion über Ableismus war für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Denkanstoß, über Ableismus in Ihrem eigenen Leben nachzudenken. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie auf unserer Internetseite www.barrierefrei-aufgerollt.at. Wie immer gibt es dort auch weiterführende Informationen zum Thema. Wenn Sie das Thema von heute noch vertiefen wollen und über Diskriminierung nachdenken möchten, hören Sie doch in unsere Sendung 40 mit dem Titel Was tun gegen Vorurteile hinein. Es verabschiedet sich das Redaktionsteam Katharina Mühlredner, Markus Ladstätter und Martin Ladstätter. Barrierefrei aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich.